Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zur 15. Sitzung der Ratsversammlung am 4.12.2014. Die Einladungen sind am 26.11.2014 veröffentlicht worden. Der Hinweis auf amtliche Bekanntmachung wurde in Flensburger Wies und in Flensburger Tageblatt veröffentlicht. Die Sitzung wird wieder live vom offenen Kanal Flensburg und außerdem auf www.flensburg.de als Livestream übertragen. Und ich danke dem Flensburger, dem offenen Kanal. Schriftführung hat Ratsherr Glenn Dierking. Ich eröffne die 15. Sitzung der Ratsversammlung. Entschuldigt fehlen Ratsfrau Gabriele Stapert, Ratsfrau Heidemarie Winkelmann, Ratsherr Jan Tubaben, Ratsfrau Susanne Rode-Kulich und Ratsherr Arnold Söter. Die Ratsversammlung ist beschlussfähig und ich wünsche uns dem Advent entsprechende besinnliche, friedliche und sachbezogene Diskussion. Bitte an alle Anwesenden, die Handys auszuschalten. Und hier möchte ich auch Schülerrat Stadt Flensburg mit dem Stellvertreter, Herr Müller, ganz herzlich begrüßen. Und das verdient auch ein Stück sozusagen Anerkennung. Ich danke für Ihr Kommen und ich danke für die Presse, dass Sie erschienen sind. Es liegen folgende Ergänzungsanträge vor. Zu Top 10 Flensburger Friedensappell liegen die Ratsvorlage 112/2014, die dritte Ergänzung, Antrag des Ratsherrn Dr. Carsten Kuhls, Flensburg wählen, und Ratsvorlage 112/2014, vierte Ergänzung, Antrag der Ratsfraktionen Bündnis 90, die Grüne, SPD, CDU und SSW vor. Zum Top 12 kommen Richtlinien für die Verleihung des Ehrenbürgerrechts der Stadt Flensburg, die Ratsvorlage 145/2014, erste Ergänzung, vor. Wir kommen erstmal zu der Tagesordnung. Liegen die Einwände gegen die vorliegende Tagesordnung vor? Das ist nicht der Fall. Somit ist die Tagesordnung genehmigt. Wir kommen zum Punkt 2 der Tagesordnung. Bekanntgabe der nicht öffentlich gefassten Beschlüsse der letzten Sitzung. Ich zitiere, im Grundstücksangelegenheiten wurden Beschlüsse nicht öffentlich gefasst. Die Ratsversammlung hat beschlossen, die verbliebenen Flächen des Rathausparks Ost unter dem Vorbehalt zu verkaufen, dass das geplante Bauvorhaben bauplanungsrechtlich zulässig ist. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Schaffung der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen für das Projekt sowie des Vorliegens einer Stellungnahme der kommunalen Aufsicht, aus der die rechtliche und kaufmännische Unbedenklichkeit des Verkaufsbeschlusses hervorgeht. Zitat Ende. Punkt 3. Es liegen keine Einwohnerfragen vor. Wir kommen zum Punkt 4, Genehmigung der Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil, über den öffentlichen Teil der 14. Sitzung vom 6.11.2014. Mir liegen keine Änderungswünsche vor. Gibt es hier Änderungsanträge? Das ist nicht der Fall. Damit ist, ist der öffentliche Teil der Niederschrift vom 11.06. genehmigt. Wir kommen zum Punkt 5.
Mitteilungen der Stadtpräsidentin, ich habe keine. Mitteilungen des Oberbürgermeisters, auch keine. So kommen wir zum Punkt 7. Wahl einer Schiedsfrau oder eines Schiedsmannes für den Schiedsamtsbezirk 3. Ich verweise auf die Ratsvorlage 154 aus 2014. Ich stelle das zur Abstimmung. Wer kann dieser Vorlage nicht zustimmen? Nicht zustimmen. Enthaltungen? Somit ist die Ratsvorlage 154 einstimmig genehmigt. Wir kommen zum Punkt 8, Umbesetzung von Ausschüssen und Gremien. Ich habe zwei Vorlagen. Ratsvorlage 155, Antrag der Ratsfraktion Die Linke, und die Ratsvorlage 156 aus 2014, Antrag der Ratsfraktion Bündnis 90 Grüne. Können wir en bloc abstimmen? Es gibt keinen Widerspruch. Gibt es hier Nein-Stimmen? Eine Stimme, Nein, Enthaltungen? Bei einer Nein-Stimme wurden die Ratsvorlagen 155 und 156 aus 2014 beschlossen.